Okay, Leute, da wäre ich wieder zur nächsten Folge Infinity. Ich hoffe mal, die Sounds stimmen. Irgendwie kommt mir die Musik hier gerade extrem laut vor. Ich kann ja mal einfach das nächste Lied drauf machen. Das gefällt mir nämlich gerade auch nicht. Okay, ich habe gerade gestreamt und ich möchte jetzt mal wieder zwei Folgen am Stück aufnehmen, habe ich mir gedacht. Wird auf jeden Fall Zeit. Da hat es gerade noch geregnet. Ich habe mal die Nacht übersprungen. Und ja, ich habe hier schon, wie ihr seht, ein bisschen Kobbel gefarmt, dachte ich mir. Ist mal ganz gut. Da lag unten auch noch einiges drin von Niklas Place damals. Also, ja, seitdem war anscheinend keiner mehr in den Chunks da hinten. Fand ich auch krass, aber ja, irgendwie habe ich anscheinend meine Erkundung, die ich damals ja eigentlich noch gemacht hatte, schon davor gemacht. Keine Ahnung warum. Ich dachte eigentlich, das war alles danach noch, dass ich da noch unterwegs war und diese Battle Tower ja auch gesucht habe. Aber vielleicht war ich auch einfach nicht lang genug in der Gegend, dass die spawnen konnte oder so. Ja, so, dann pflanzen wir jetzt erstmal alles in die Öfen. Bisschen Aluminium habe ich auch, nee, Silber. Und jetzt muss ich noch sagen, gleich wird es so ein paar Störgeräusche geben. Das ist mein Rauchmelder, also nicht wundern, der ist leer. Und der macht immer mal so ein paar Faxen heute. Ja, ist ein bisschen blöd, aber nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid und ich denke, das ist bei euch dann entsprechend okay. Dann machen wir das hier so und ich muss noch mal schauen bei dem Holz, genau, da kommt das raus und das und ich weiß nicht, hier mit den Stone Slabs, ja, die brauche ich ja eh immer, ne? Ich werde nur ein bisschen gucken, dass ich meinen Rucksack mal ausräume, das wäre eigentlich mal extrem wichtig, dass ich mich da mal richtig dahinter setze, aber ja, da bräuchte ich mal eigentlich wieder so richtig viel Zeit, so einen schönen langen Stream oder sonst was, dass ich mal das in Ruhe machen kann und nicht immer hier so gestresst. Also ich bin jetzt auch schon wieder so gehetzt eigentlich hier nebenbei. Ich muss wieder alles gleichzeitig machen. Am Handy habe ich auch noch einiges zu tun. Nebenbei lade ich noch Videos hoch. Da muss ich jetzt auch eigentlich schon mal das nächste auswählen. Ne, mache ich gleich. Ja, weil die muss man jetzt immer einzeln auswählen. Das ist auch alles so stressig geworden früher, gell? Da konnte man bei YouTube einfach 10 Videos reinhauen in die Warteschlange und die wurden dann nacheinander hochgeladen. Wenn es eine fertig war, kam das nächste dran. So. Und jetzt ist es so, dass man die alle gleichzeitig dann irgendwie hochlädt, wenn man alle auswählt. Zumindest, wenn man sie nacheinander in die Warteschlange fügt. Wenn man alle gleichzeitig reinfügt, ist es nicht. Da werden sie nacheinander hochgeladen, wie früher. Aber jetzt ist es so, dass die sonst dann alle gleichzeitig. Und das ist natürlich scheiße, wenn du 7 Videos hochlädst und, ja, keine Ahnung. Also für die ganze Woche mache ich das immer. Und ich mache die ja auch chronologisch, also ich will die immer in der Reihenfolge hochladen, wie ich sie auch dann veröffentliche, weil gerade mit dem neuen YouTube-Design kommst du sonst gar nicht mehr klar. Also die haben da ja so viel Scheiße gemacht, dass man irgendwie sonst total wieder den Überblick verliert. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mir noch so ein bisschen den Überblick wahren können. Und ja, das ist aber so anstrengend geworden. Ey, früher war das alles viel besser. Muss ich ja echt sagen. Ach, da war es wieder, da erschrecke ich immer kurz. Ja, so. Vielleicht kann ich das auch rausschneiden. Ich weiß auch gar nicht, wie laut man das dann hört letztendlich. Aber das werde ich noch sehen. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, dass ich hier ein bisschen das Haus doch kleiner baue. Das heißt, hier hinten, dieses Ding kommt weg. Ich möchte das nämlich hier nicht so groß machen, ne? Ich baue hier schon wieder eine viel zu große Halle gefühlt. Ne, das bleibt. Und ja, ich weiß nicht, ich habe halt in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht, wenn ich immer zu groß baue. Und deswegen lieber mal etwas kleiner, gerade in Anbetracht auch dessen, dass ich ja hier noch einige weitere Häuser zu bauen habe später. Muss man ja auch mal so sehen. Ich meine, bei Julia, da habe ich jetzt schon ewig nichts weiter gemacht, ne? Da muss ich auch noch schauen, dass ich das irgendwie weiterbringen kann. Das Dach habe ich ja zwischendurch auch mal weitergemacht. Vielleicht mache ich das jetzt auch gleich. Noch ein Stück, aber ja, erstmal will ich mich hier rum kümmern und da habe ich jetzt eben mir schon mal für die Wände da oben was überlegt, also da sollen so Stonebricks drauf kommen. Ich werde nicht überall auch Fenster haben, sondern so ein bisschen das verteilen, ne? Und auch hier muss ich gucken, wie ich das mache, aber ich glaube, so ist es schon gemütlicher, ne? Wenn hier nicht so ein Riesenraum nochmal ist, also keine Ahnung, das muss halt nicht, da macht man hier lieber noch so eine Terrasse hin oder so. Das ist dann eigentlich viel, viel angenehmer und, ja, ich denke mal passend auf jeden Fall. So, was wollte ich noch? Ich weiß nicht, ob ich hier Fenster hinmache, aber ich denke schon, weil die Kisten werden eh verschoben, unten ist ja extra Lager und, ja, da kann man mal schauen. Aber ich weiß noch nicht, was hier generell hinkommt für Einrichtungen. Und auch da geht es dann noch hoch mit der Leiter und wie ich das dann mache, boah, keine Ahnung.
Aber wahrscheinlich kommt dann hier einfach der reguläre Aufstieg zum Dachgeschoss hin, ne? Also dass dann das Dach sonst keinen Zugang hat, sondern nur hier. Und ja, da vorne muss ich noch gucken, was da hinkommt. Bisschen Deko vielleicht. Boah, da muss ich echt mal kreativ sein hier. Ja, zurzeit kann ich immer nur mal zwischendurch irgendwie 20 Minuten ein bisschen streamen und 10 Minuten davon muss ich noch irgendwas farmen oder organisieren und Kisten sortieren und was weiß ich. Und schon schaffe ich halt kaum was, ne? Und ja, das ist halt zurzeit alles stressig. Ich möchte später mal, wenn ich Zeit habe, vielleicht so einen langen Stream machen, wo ich mal wieder viel machen kann und vorankomme so richtig. Das wäre mal geil. Aber das werden wir sehen. Ja, jetzt möchte ich ja erstmal schauen. Ich habe hier so eine Kante ergänzt, habe die Wand einen nach vorne verschoben, die Fackel nochmal umplatziert, damit das hier alles läuft, ne? Das war halt das Problem, dass der Raum hier einen zu groß war und da oben das nicht gepasst hat. Es passt eigentlich auch jetzt immer noch nicht, aber schon mal etwas besser. Hier unten kommt man eh nicht so oft hin. Und hier muss ich mich auch mal mit beschäftigen, dass ich die Items einlagere. Aber der Raum ist ja erstmal soweit clean, ne? Vielleicht muss da auch noch ein bisschen Deko hin, hier in die Mitte oder so. Vielleicht kann man hier ja irgendwie so eine Pflanze setzen, ne? Warte mal, wo ist denn Behutsamkeit? Nirgendwo. Hä? Wieso habe ich denn Gras? Ja, moin. Okay. Egal, dann setzen wir das so. Und dass hier irgendwie so ein kleines Beet ist oder so, keine Ahnung. Ist mir nur gerade so als Idee gekommen. Da schauen wir mal. Hier habe ich ja auch noch Erde. Setzen wir mal so. Und dann hier vielleicht, ja, keine Ahnung, so ein paar Trapdoors außen dran. Hier gibt es ja auch nur die normalen, also die schlichten Trapdoors quasi. Ah, das sollte ja reichen. Na? Okay. So ein bisschen wie ein Minecraft Attack 4 damals, ne? Da habe ich ja auch so eine unterirdische Kanalisation gebaut und das war eigentlich auch geil. So vom Bauprojekt her, von der Idee. Irgendwie hätte ich Bock mal wieder sowas weiterzumachen, also in einem anderen Projekt umzusetzen. Und das bietet sich ja hier eigentlich auch an im Projekt. Da könnte man die Bases verbinden unterirdisch. Ah, das werden wir alles noch sehen. Das muss ich mir nochmal genau ausmalen und Pläne machen, wenn ich dafür wirklich Zeit habe. Ne? Ist halt echt immer das Problem. Und hier die Öfen können weg erstmal. Da war noch Kohle drin. Ich weiß nicht, ob ich einen eigenen Ofenraum mache. Oder ob ich einfach dann später hier die Öfen hinstelle. Ich denke mal irgendwie, das wäre eine gute Idee. Ja, vielleicht hier erstmal so ein bisschen, ne? Ja, ist schon mal besser. Da stehen die nicht so im Fenster rum. Da kann ich ja noch schnell die Glasspanes reinhauen. Okay, ich weiß auch noch gar nicht, was nehme ich denn jetzt als Thumbnail? Das ist die Frage. Vielleicht hier sowas, ne? Das Haus ist verkleinert worden oder was weiß ich. Ja, ich meine, die Thumbnails sind ja mal ähnlich, aber ja, was soll ich auch machen zurzeit? Das ist halt bauen das Einfachste und das Beste. Und ah, mit dem Sonnenuntergang ist eigentlich geil. Da muss ich jetzt ja noch ein bisschen warten, damit das schön rot ist da hinten. Ah, guck ich mal. Vielleicht aus dem Winkel. Da sieht man, wie ich die Öfen verschoben habe und ein bisschen auch das Glas ergänzt. Und hier oben auch diese Stonebricks. Ja. Vielleicht gibt es auch noch andere Blöcke, vielleicht fällt euch ja noch was ein, woraus ich bauen kann. Auch da oben für Julias Haus, ne? Da muss ich nochmal schauen. Ich glaube, da gehe ich jetzt zum Ende nochmal hin und baue etwas weiter. So, jetzt aber mal, sonst wird es zu dunkel für das Screenshot. Und ja, da haben wir zumindest was gefunden. Oh ne. Ach, Alter. Ja, baue ich später ab den Block, weil der ist ja jetzt quasi noch da. Nur, den sehe ich erst, wenn ich das nächste Mal mich einlogge. Naja. So, dann. Ach, wo laufe ich denn hier hin? Ich kann doch hier ganz einfach hoch. Ne? Über diese stylische Treppe. Ich glaube, die kann man auch mal markieren hier so. Ja? Keine Ahnung. Und dann hier noch ein paar Fackeln hin. Vor allem nachts, wenn man da hoch will. Dass man mal auch sicher unterwegs ist, ne? Und ja. So, dann bauen wir noch ein bisschen am Dach. Nächste Folge habe ich auch noch ein Thema. Heute hatte ich ja so ein bisschen verstreute Themen, aber das wird schon gehen. Ja, da werde ich demnächst das alles schneiden. Also ich muss ja hier eigentlich keinen Cut setzen. Außer vielleicht bei dem Piepen oder so. So, habe ich jetzt überhaupt noch die Teile mit? Ich glaube nämlich nicht, gell? Die habe ich natürlich rausgeworfen. Ah ne, ich hatte gar keine mehr. Okay, dann ist gut. Mache ich mir eben neue. Und ja,
baue hier ein bisschen noch. Also nächste Folge machen wir dann auch noch weiter. Und da können wir mal schauen. Ach so, ja stimmt. Hier hinten müssen wir das wieder anwenden. So. Ja, das kriegt man schon hin. Aber ich beende jetzt erstmal die Folge. Also danke fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal.